Hey Leute, willkommen zurück zu Stranded 2 mit meinem tollen Bett. Ja. Also, folgendes ist passiert. Ich habe euch geschrieben. Oh, meine Bären sind fertig. Cool. Ich habe euch geschrieben, es gab technische Probleme. Ja, mein Speicherstand hat's geschrottet. Wo ich gespeichert hatte. Und da ich noch den Autosave nicht drin hatte, nach dem letzten Tag. Keine Ahnung, was für ein Tag. Gucken wir mal. Tag 35 hatten. Er musste sich halt den letzten Tag jetzt nochmal neu spielen. Das heißt, ich musste die Kiwi-Zucht neu bauen und so. Und das heißt, es könnten einige Sachen anders sein als vorher. Von daher, nicht böse sein, nicht mich umbringen. Ich will noch ein bisschen weiterleben. Egal, was machen wir an diesem Tag? Keine Ahnung, ich glaube, wir fällen. Ja, ich habe übrigens das Lager noch abbrennen lassen, absichtlich. Ja, weil es halt dann besser ist. Finde ich zumindest, als wenn ich jetzt das Lager retten würde. Denn ich weiß jetzt, dank, wie ist der Typ nochmal? Nexus 1994, glaube ich. Er hat mir gesagt, wie man Flaschen herstellen kann. Nochmal danke daran. Danke daran. Nochmal danke. Ich habe dir gleich gesagt, ich habe dir noch gar nicht danke gesagt. Von daher vielen Dank für diese Info, denn ich hatte es vergessen. Und kann es auch sein, dass ich niemals wusste, denn ich habe noch nie Flaschen wirklich gebraucht. Ja, jetzt ist scheiß Zufallsbrand da, jetzt braucht man die scheiß Dinger auch noch. Egal, gehen wir erstmal gucken, ob unser Raptor noch da ist. Ob er uns nicht böse ist, ob er uns... Raptor? Raptor? Ach ja, es regnet, falls ihr es nicht bemerkt habt. Ha, ha, ha. Ich habe ihn vorhin hier lang rennen sehen, wo ich den Tag nochmal gemacht habe. Aber wo ist er hin? Oh, Gummibären. Raptor. Hä? Wo zur Hölle? Er wird schon wieder auftauchen. Hoffe ich mal. Egal, wir gehen jetzt erstmal unser schönes Getreide hier weghauen. Komm schon. Schneller. Warum summe ich das überhaupt auf? Ich kann doch einfach alles summen, geht schneller. Na, eigentlich nicht, aber... Da kann ich alles so auch sagen. Und ich habe mich gerade fast verschluckt. Ja, ja, reden und atmen. Keine gute Idee. Ach ja, es regnet. Und es regnet. Und es regnet. Und es regnet. Und geh kaputt. Ich befehle es dir. So, danke. Okay, jetzt haben wir wieder tonnenweise Getreidegaben, die wir zur Stroh verarbeiten. Könnten. Tun wir das auch? Natürlich tun wir das. Und wir essen ein paar Bananen. Okay, 8 können da wieder rein. Die Dinger sind auch schon fertig. Von daher nehme ich sie doch gleich mal mit. Bevor Heuschrecken kommen und mir alles wegkauen. Dann kann ich die 8, dann kann ich hier nicht nur 4 rausnehmen und die auch verarbeiten. Ach ja, Gummibären und Bären müssen da auch wieder rein. Yeah, nein. Scheiße. Ich will nicht beenden. Kein Interesse dran. So, ich brauche noch eine. Eine, habe ich gesagt. Danke. Die Rinde kommt wieder mal hier rein. Und die Lianen verarbeiten wir jetzt. Oh, was soll denn der Mist? Gabenbinden. Ah, gut, passt sogar noch alles rein. Okay, das heißt, wir pflanzen wieder neues Getreide an. Je mehr, desto besser. Auch wenn ich immer noch bei 12 bleiben werde. Weil ich Panik habe, dass da zu viele sind und die Heuschrecken mir mein ganzes Getreide wegfuttern. Nur weil sie Hunger haben. Scheiß Tiere. Und die Viecher kriegt man einfach nicht tot. Doch, man kriegt sie tot, aber es sind so scheiße zu treffen. Die hüpfen die ganze Zeit immer so, nee. Und sie sind wie Flummis, nur halt, dass da unsichtbare Wände in der Höhe von ungefähr so. Dass hier nur unsichtbare Wände für die angrenzen. Das nervt voll. Hey, ich habe eine Schubkarre. Das erinnert mich an Part 32, der immer noch nicht oben ist, dank Failtube. Irgendwann werde ich nochmal, keine Ahnung, was machen. Hey, wir haben einen Steg, wusste ich gar nicht. Doch, wusste ich. Yay, ein Baum. Wir sollten uns jetzt erstmal auf unsere Aufgabe konzentrieren. Was für eine Aufgabe, ich habe keine Ahnung. Wir könnten bauen den Brunnen. Interessant. Das Meme-System. Nee, das ist noch ein bisschen buggy.
Die Affenschule brauchen wir nicht. Den Wagen brauchen wir auch nicht wirklich. Das Bretterlager, Fasskiste, Bombschau haben wir schon alles. What? Achso. Irgendwas wollte ich doch noch machen. Ach ja, ich wollte Flaschen herstellen. Okay, ich brauche dafür Sand, Holzkohle und... Was war das andere? Das ist ein Scherz, oder ich habe es nicht ernsthaft vergessen. Sand, Holzkohle, war das Erde? Wo ist mein Sand? Ach da. Ach ja, Feuer. Brauche ich nicht noch Kalk? Ich meine, da hatte ich nur irgendwas von früher in Erinnerung. Egal, wir werden sehen. Also erstmal Rinde rausholen. Und ins Feuer schmeißen. Und... Nein. Sand, Holzkohle. Klappt nicht. Vielleicht da reinschmeißen. Ich glaube schon. Wir werden es ja sehen. Kann ich Sand da reinschmeißen? Ach so, da war noch Brot drin. Da war noch Eisen drin. Was zur Hölle? War da Eisen? Ja, habe ich da Eisen irgendwann mal reingetan? Ich kann mich nicht dran erinnern. Hier war noch Eisen. Ich glaube Kalk. Oh Gott, er hat gesagt Sand plus Holzkohle plus Feuer. Oder? Keine Ahnung. Ich probiere mal auch Kalk mit. Ich glaube, da war auch noch Kalk mit im Spiel. Was zur Hölle? Kann ich das echt nicht reinschmeißen? Nein. Dann blicke ich da irgendwie nicht durch. Kann ich das benutzen? Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Ja, doch! Das kann ich nicht essen. Na toll. Ach, Mann, ey. Jetzt hat es dann irgendwie... Ich weiß nicht, ich muss nochmal in den Inf-Dateien rumschnüffeln. Was da so falsch war. Egal, es regnet ja gerade, von daher... hat er mir... Ist doch nicht die richtige Kombi, oh Gott. Und ich dachte schon, endlich Flaschen, endlich Zeug, endlich Alk. Nein, endlich nicht. Entweder mache ich irgendwas falsch oder er hat mich angelogen. Egal. Selbst wenn er mich angelogen hat, ich nehme es eh nicht wieder. Warum auch? Er meint es ja nur gut. Bären! Sprintbug! Ja, der Sprintbug! Oh Mann, ey! Warum ist der immer nur so kurz? Egal. Ich glaube, ich habe doch irgendwo noch was vergessen. Ich habe die in den Schmelzofen geschmissen, aber da wollten die nicht rein. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne. Ey, ja! Wir werden jetzt erstmal... Wie viel haben wir eigentlich noch? 20? Haben wir 20? Ne, 10. Mist. Produktion, Pilzbeet. Oh, meinte ich nicht. Eine Hühnerzucht. Ich gehe jetzt mal Hühnereier sammeln. Das wäre vielleicht mal eine gute Tat. Da ist ein Huhn. Sehr schön. Stirb, Huhn. Bam. Bis dahin nicht explodiert. Und, ja, und ein Hühnerei haben wir schon mal. Das ist der einzige Weg, Hühnereier in die Finger zu bekommen. Denn es gibt keine Hühnernester. Komm schon. Achso, ich hole die ganze Zeit mit dem Feuerstein drauf. Ich dachte schon, hallo? Geht das auch mal kaputt? Das ist nur mehr Getreide. Da ist ein Löwe. Boah, meine S-Taste scheint ein bisschen kaputt zu sein. Hilfe! Ich wollte schon da hinten rennen und dann ist versagt meine S-Taste mal eben kurz. Ich hasse das. Huhn. Hipsi. Gold. Es wird Nacht. Überall Pferdchen. Ich suche aber einen Huhn. Was ich dafür immer noch drei Striegel. Giftpilze. So, ich dachte, für eine Schnecke. Oh Gott. Aua, aua. Oh Gott, das war echt riskant. Das war sowas von riskant. Warum mache ich so einen Scheiß? Warum mache ich so einen Scheiß eigentlich? Ich renne fast in meinen Tod rein. Oh, ah. Heidi, Scheiße, was sind das hier? Ninja, Assassin, Löwen oder was, die aus dem Nix auftauchen? Ist mein Raptor eigentlich wieder da? Nee, mein Raptor ist verschwunden. Er hat mich verlassen, er ist von zu Hause weggelaufen. Nein. Ey, mein Käse dürfte eigentlich schon lange fertig sein. Der steht da immer noch blöd rum. Jetzt haben wir noch mehr Käse. Einmal entleeren. Das tun wir da rein. Das mampfen wir weg, weil es eh vergammeln würde. Giftpilze.
zermatschen wir. Sehr gut. Fantastisch. Na, er hat schon wieder auch erstmal rein. Die giftige Substanz kommt hier rein. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber das ist mir gerade im Moment egal, denn ich gehe jetzt auf pennen. Wir sehen uns gleich wieder. Hoho.